Hallo meine Lieben, hier ist der Opa Mario, der alte Sack von Holst und TV. Ich möchte euch gerne eine Frage beantworten, die ich gestellt bekommen habe. Und zwar geht es um das fast einheitliche Erscheinungsbild meiner Thumbnails. Über diese, wie ich das hinkriege oder warum ich das so mache, wurde ich mal gefragt. Und das möchte ich jetzt mal mit euch kurz an dem neuesten Beispiel meines aktuellen Games, was ich ausgebuddelt habe, mal kurz zeigen. Denn wie gesagt, für alle Games funktioniert die Produktion meiner Thumbnails im Endeffekt dann so. Neueste ausgepackte Sache ist Anno 1404. Ihr seht hier meine produzierten und geschnittenen und inzwischen auch hochgeladenen Videoclips. Veröffentlicht sind sie noch nicht, aber nun will ich euch mal zeigen, wie man zu den Thumbnails jetzt dazu kommt, dafür kommt. Ich habe am Anfang steht die Suche im Internet nach einem passenden Startbild. Ich nenne es immer Startbild für das jeweilige Spiel. Ich habe mir für Anno 1404 dieses ausgesucht gehabt. So, dieses Spiel, ihr seht selber, das 1680 mal 1050 Pixel groß ist für mich natürlich nicht passend. YouTube möchte für seine Thumbnails 1920 mal 1080 Pixel Größe haben, also nochmal HD-Auflösung. Und um ein einheitliches Bild hinzukriegen, zeige ich euch jetzt, was ich mache. Ich brauche von diesem Startbild, egal für welches Spiel, egal von wo es ist, ich brauche zuerst einmal eine Fläche von 700 mal 1080. 700 mal 1080. Diesen Balken da unten möchte ich nicht mithaben, weil ich finde, der verfälscht das Bild. So, also gehe ich nur bis an diese Kante. 700, ganz unten links im Rand, ich weiß nicht, ob ihr das seht. In den Klammern ist die aktuelle Größe. So, jetzt haben wir 700 mal 902. Mittig, es ist ziemlich mittig. So, jetzt ist es mittig. Okay, so. So, jetzt haben wir ein Bild. 700, im Endeffekt 701 mal 906. 701 sind schon mal okay, aber wir brauchen ja die 1080, also muss ich mir das passend machen. Dafür gehe ich auf Größe ändern. Ne, hier unten kann man das Verhältnis beibehalten, das möchte ich hier aber nicht, deswegen ist da kein Häkchen drin. Hier brauche ich die 1080. So, jetzt habe ich es auf 1080 gestreckt. Ihr seht, an dem Bild selbst ändert sich nicht viel, also die Grundaussage bleibt auf jeden Fall erhalten. Was ich noch machen muss, Größe ändern. Ich habe hier oben, die Breite ist bei mir jetzt 701. Das passt mir nicht, das brauche ich nicht, weil das wäre zu groß. Ich werde gleich sehen, wofür. So, jetzt haben wir eine Breite von 700 und eine Höhe von 1080 Pixeln und das ist okay so. So ist das okay. Und dann würde ich jetzt, ich habe dieses Bild ja schon, ich habe es jetzt nur noch mal für euch gemacht, würde ich das natürlich jetzt abspeichern. So, wenn ihr kurz seht, hier ist dieses, ja, das ist mein vorher schon fertiges gewesenes, das ist also das, was wir eben produziert haben. Nee, im Endeffekt zeige ich euch kurz, sieht es so aus. Das sind die Grundbilder für meine
Thumbnails. Wir sind also jetzt, haben wir hier ein Basisbild. Dieses Basisbild ist natürlich auch noch nicht passend für uns. Dieses brauchen wir in der Größe 1920, 1920 mal 1080. Mal 1080. So. Ja. Nochmal überprüfen. Das ist auch wirklich alles okay. Datei speichern. Als Basis speichern. So, ich habe es ja schon mal angehabt. Ich habe es jetzt nur die Größe geändert. Aber es wird gespeichert, sodass ihr jetzt in diesem Ordner für dieses Thumbnail des neuen Spiels habt ihr einmal ein Basisbild, 1920 mal 1080 und ein spezielles Spielbild, sage ich mal, 700, mit 700 mal 1080 Pixeln. Ganz simpel und einfach Paint. Dafür. Achso, die Farbe ist noch wichtig natürlich. Die Farbe habe ich mir, das Grundbild habe ich mir von Paint geholt. Ihr seht hier sind ja verschiedene Farben. Ja, mit denen fülle ich meine Hintergründe. So, als Beispiel sagen wir mal einfach mal so. Ne, so. Jedes Spiel hat für mich, also ich sehe das so. Jedes Spiel hat für mich eine gewisse Grundfarbe und der versuche ich möglichst nahe zu kommen. Werdet ihr sehen, ich habe immer, es bleibt in der Mitte, bleibt bei mir hier immer ein Balken übrig. Einheitlich und der soll die Grundfarbe der Grundfarbe des Spiels nahe kommen. Wir haben aber. Ja, das wollen wir jetzt nicht. Ich will euch ja zeigen. Also gehen wir auf die Projekte. Anno. Hier. Hier ist unser Basisbild. Nein, das war jetzt nur mal gezeigt. So. Unser Basisbild für Anno 1404. 1920 mal 1080. Weil von YouTube am besten favorisiert ist als Thumbnail-Größe. Jetzt importieren wir unser vorher zuallererst angefertigtes Spielbild. Ja, das setzt sich automatisch schon an diese Stelle. Da brauche ich also nichts weiter machen, das geht automatisch. Die Größe, deshalb jetzt seht ihr auch, warum die Größe auch 1080 sein soll. Manchmal passt es nicht, manchmal findet man wirklich nichts Passendes, muss man hier an diese Stelle zwei Bilder zusammenschneiden oder so. Ja, aber das ist dann wieder, wer es dann gemacht hat, der weiß, wie das geht. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, jetzt haben wir schon mal für Anno 1404 ein Grundbild für die Thumbs. Und ich habe mir das vereinheitlicht, meine allerersten Thumbnails sehen natürlich auch ganz anders aus. Da habe ich für jedes Thumbnail wirklich selber noch jedes Mal die Beschriftung gemacht. Aber das ist bei der Masse jetzt, die ich raushaue, sehr umständlich. Ich habe mir deshalb auch wegen der Vereinheitlichung so gemacht. Wie gesagt, das sind nur Beispiele. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte nur zeigen, weil ich gefragt wurde, wie machst du das? Ich mache das so. Und ich gucke, dass der Abstand hier zwischen brauche ich 30, mindestens 30. Und wir sind jetzt bei
734, 35. So ist das okay. So. Ja, und das können wir jetzt abspeichern als JPG-Bild. Um authentische Thumbnails zu erschaffen, muss man natürlich auch immer aus dem jeweiligen Video, mache ich jedenfalls immer, aus dem jeweiligen Video ein spezielles Bild rausschneiden. Nur das Video, wo wir das nächste Thumbnail brauchen, ist, heißt ein Auftrag für den Lord. Und dementsprechend muss ich, oder mache ich für mich, habe ich für mich so entschieden, um authentisch zu bleiben. So, jetzt kommen wir in die Nähe. Da ist der Auftrag. Das ist die Stelle vom Auftrag. Davon brauchen wir also ein Bild. So, jetzt haben wir Screenshot erstellt. Die finde ich bei mir unter Screenshots, ne? So wie sie sein sollten. Ihr seht, hier habe ich jetzt schon, die habe ich schon fertig. Wir sind bei Folge 9. Ein Auftrag für den Lord. Und müssen uns jetzt das passendste Bild raussuchen. Das ist natürlich alles, ihr seht, das zweite Bild schon ein bisschen mit bei mit OBS im Moment, weil ich ja für euch aufnehme. Als Dokumentation mache ich mir das alles erstmal ein bisschen handlicher. So. Also im Moment knapp 1300 Breite mal 1067. Diese Größe haben wir jetzt. So ungefähr stelle ich mir das Bild, was ich einsetzen möchte, vor, von der Aussage her. Ja, havariertes Schiff muss beliefert werden, um den Auftrag gescheiterte Kontrolle abzuschließen, heißt der Auftrag, dementsprechend auch der Titel vom Video. Aber diese Größe des Bildes ist für meine Zwecke so nicht geeignet. Bei diesen Bildern, die ich jeweils dann immer einsetze, benötige ich eine Größe von 1190 mal 970 Pixel. Und die versuche ich jetzt, ich zeige euch das jetzt, wie das geht, aus dieser etwas seltsamen Größe rauszuholen. So, also 1294 haben wir im Moment, wir brauchen 1190 mal 970. Ihr habt gesehen, das waren so circa 100 mehr jeweils in Breite und Höhe, als wir eigentlich gebraucht hätten. So, und jetzt haben wir unser zum Videotitel passendes Bild. Und da sind die Bilder, die schon fertig waren bis jetzt. Die nehmen wir eigentlich nur, weil ich zu so faul bin, den ganzen Titel vom Thumbnail nochmal zu schreiben. Haben wir es so. Ihr seht hier ist unser eben erstelltes Bild. Das sind unsere Screenshots gewesen, aus denen wir uns das Bild ausgesucht haben. Die können weg. Anfangsbild. Öffne dieses Anfangsbild, das ist also ständig. Und importieren aus den Screenshots das eben
für dieses Video speziell erstellte Bild. Wie gesagt, ich mache das mit Paint, das hat sich bei mir so ergeben. Jetzt seht ihr auch, warum diese Größe, diese seltsamen Größen, hier links 700, Gesamtbreite 1920, links davon jeweils immer 700, gehen weg für dieses Anfangsbild, sage ich. Dann habe ich diesen 30 Pixel breiten Identifikationsstreifen, nenne ich den, damit die Leute schon von Weitem sehen können, ah, das ist Holzton TV, ja, der ist überall gleich. Erst bei den neuesten Produktionen habe ich das angepasst und es war ein weiter Weg bis zu diesen Thumbnails, dieser Art Thumbnails-Erstellung, aber so sind sie authentisch und ihr erkennt hier, warum wir diese Größe brauchen, weil höher kann ich nicht. Hier oben ist der Name so Holzton TV. Und damit der noch vernünftig lesbar ist, kommen wir hier nur auf eine Höhe von 970 und hier auf eine Breite von 1190 für diese speziellen Videobilder dann. Und da fehlt natürlich noch eine Beschriftung. Ich setze die an diese Stelle. Weil hier unten rechts, wo mein Charakterkopf zu sehen ist, ja, Jakob, hier setze ich das immer ein bisschen höher. Und in diesem Fall ist das bei uns jetzt, bei mir, die Nummer 9, Video Nummer 9 für Anno 1404. Und dann wird das natürlich gespeichert. Und weil ich ja faul bin, ich habe die Beschriftung schon da, die passende Beschriftung. So, wird das natürlich unter Nummer 9 gespeichert. Ich hoffe, ich konnte euch... Ja, das ist ja mal wieder lustig. Urheberrecht. Wie gesagt, Anno 1404 Urheberrecht. Ich habe nichts dazugefügt und nichts. Es ist alles so, wie es sein soll eigentlich. Vom Spiel her. Urheberrecht gefunden. Es ist Musik, wie es aussieht. Kein Hanf. Diese Musik. Ich weiß ja nicht. Wurde bemängelt. Content-ID-Anspruch. Hat keine Auswirkungen. Aber es sieht ja trotzdem blöd aus. Keine Urheberrechtsverwarnung, das ist also ein Original-Audio-Titel, der im Spiel integriert ist, der zum Spiel gehört. Und für diesen habe ich, ist der gleiche Titel, habe ich schon mal durchgeguckt. Ja, hier, der erscheint immer wieder, jedes Mal, wenn dieser Titel gespielt wird. Ich weiß nicht, ob der mit der jeweiligen Insel zusammenhängt oder nicht. Dann erscheint diese Urheberrechtsmitteilung, die zwar keine Auswirkung auf meinen Content hat, aber trotzdem nervig ist. So, da kann er wieder rüber. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen erklären, wie meine Videos, wie meine Thumbnails entstehen. Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt schön gesund und schaut auf jeden Fall immer wieder gerne rein, ja? Tschüss, sagt euer Opa Mario, der alte Sack von Holzton TV.